Ja, vielen Dank für die Einführung und dass Neuroenhancement ein relevantes Thema ist und auch ein schillernder Begriff zeigt sich allein schon daran, dass eben zu dieser Uhrzeit an einem Freitag bei diesem Wetter so viele Menschen den Weg hierher gefunden haben. Und gerade deshalb, weil es so ein aktueller und relevanter Begriff ist, scheint es sinnvoll, am Anfang nochmal zu überlegen und der Frage nachzugehen, was eigentlich mit diesem Begriff überhaupt gemeint ist, was wir darunter verstehen. Und ich würde als erstes vielleicht Frau Hild bitten, mal einige Worte dazu zu sagen, was wir unter Neuroenhancement und unter dieser Debatte um Neuroenhancement verstehen. Muss man hier drauf drücken. Ich würde sagen, unter Neuroenhancement werden allgemein Bestrebungen zusammengefasst, Verbesserungen geistiger Eigenschaften und Fähigkeiten zu erreichen. Also der Begriff Enhancement als Verbesserung und Neuro, alles was sich auf Gehirn, Nervensystem, wie auch immer bezieht. Es ist zunächst mal ein sehr, sehr breiter Begriff, sehr schwammiger Begriff. Weil die Frage ist natürlich, was ist eine Verbesserung und was ist keine, was ist nur eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung oder eine Veränderung. Aber was aus meiner Sicht in der Debatte ganz wichtig ist, ist die Abgrenzung des Begriffs des Enhancement von jeglicher Form von medizinischer Therapie oder Präventionsmaßnahme. Also im Sinne von Enhancement-Maßnahmen sind Maßnahmen, die nicht medizinisch indiziert sind, die nicht einer Therapie von einer Erkrankung dienen, sondern die dazu dienen, bei gesunden Personen eine Verbesserung zu bewirken. Vielleicht haben ja. Die anderen Ergänzungen. Ja, vielen Dank. Also wenn man das hört, dass man nicht medizinisch intendiert, dann, wenn wir beispielsweise an das große Feld des Sports denken, also auch aktuell an Fußball beispielsweise, was ja durch die Medien rauf und runter geht zurzeit, dann hat sich dafür nicht medizinisch intendiert ja der Begriff Doping eingebürgert und niemand hat Lance Armstrong dafür gefeiert, dass er beispielsweise durch sein tolles Doping uns gezeigt hat, wie weit man gehen kann, wie weit man die Grenzen verschieben kann. Auch das wäre ja unter dem Begriff Enhancement möglicherweise zu fassen gewesen. Warum reden wir aber dann nicht von Gehirndoping, sondern von Neuroenhancement? Vielleicht Herr Lanzerath. Ich würde ganz gerne ergänzen. Unterscheidung zwischen therapeutischen Maßnahmen, präventiven Maßnahmen, diagnostischen Maßnahmen, also diesen klassischen Dingen, die der Arzt macht, die Medizin machen, und dem, was Frau Hild als Enhancement bezeichnet, dass diese Abgrenzung sehr wichtig ist, aber gleichermaßen auch schwierig ist. Ne? Und da haben wir es gerade im medizinischen Handeln auch oft mit Problemen zu tun, dass eben ähnliche Substanzen zu sehr unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Wir haben das Problem, nehmen wir mal den Sport. Ja? Was ist jetzt gesunde Ernährung, was ist Nahrungsergänzungsmittel und wo fängt das Doping an? Also diese Grenzziehungen, die sind sehr schwierig und sie sind auch individuell sehr abhängig, denn jeder hat eine etwas andere Physiologie, eine andere Lebensweise und da kann in dem einen Fall ist eher eine heilende Maßnahme sein, in Richtung zur eigentlichen Natur zurückzukehren, beim anderen schon eine Leistungssteigerung zu provozieren. Also wir haben es auch mit einem Gebiet zu tun, wo die Abgrenzungsschwierigkeiten erheblich sind. Ich möchte trotzdem betonen, dass diese Abgrenzung wichtig ist. Vielleicht ein Grund, der dafür spreche, nicht von Hirndoping zu sprechen, sondern von Neuroenhancement, ist, dass Doping die Verschaffung eines Wettbewerbsvorteils bezeichnet. Und es sind Situationen denkbar, in denen man versucht, seine Gehirnleistung zu steigern aus intrinsischen Gründen und nicht, um sich einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen. Insofern ist der Begriff Neuroenhancement erstmal neutraler und er ist anwendbar auf Kontexte, die nicht wettbewerbsförmig organisiert sind. Wenn man das nochmal weiterdenkt, würde das aber heißen, dass es ja auch ein Riesenfeld von Doping im Breitensport gibt, also dieses Feld gibt. Und das würde dann ja automatisch auch bedeuten, dass wir da auch nicht mehr von Doping sprechen, sondern wenn ich einfach schneller laufen will, weil es mir Spaß macht und mir dafür EPO besorge, dann ist das legitim und eben mit Neuroenhancement gleichzusetzen.
Vielleicht kann ich also gerade mal einhaken. Also was heißt in dem Falle legitim? Wir arbeiten sehr eng mit der Sporthochschule in Köln zusammen. Die haben ein riesen Doping-Labor und deren, jetzt fängt das hier auch an. Und deren großes Anliegen ist eben auch gerade auf den Freizeitsport und die Jugendlichen zu achten. Weil mit Doping, wie mit vielen Enhancement-Maßnahmen, sind auch in der Regel negative Effekte verbunden, Langzeitwirkungen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken, das gerade im Bereich der Jugendlichen ein Problem. Und das mag rechtlich in einem bestimmten Umfang legitim sein, weil man nicht die Wettbewerbsstrukturen hat wie im Profisport, ja. Aber im Blick auf die ethische Legitimität habe ich doch da erhebliche Probleme damit. Und ich bin selber Schwimmer und ich habe mal mit einem Masterwettbewerb mitgemacht. Das sind so die, wenn man dann aus dem Leistungssport raus ist, dann macht man dann so Masterwettkämpfe, die sind nach Altersklassen eingeteilt. Und dann war ein solcher Wettkampf, da haben die mal eine Dopingkontrolle durchgeführt. Das war eine Katastrophe, was da für ein Ergebnis war. Ich hätte das niemals vermutet, dass Freizeitsportler, wo es eigentlich nur um den Fun-Effekt geht, sich so etwas antun. Und das halte ich für eine ganz katastrophale Tendenz. Deswegen glaube ich, dass diese Frage der Legitimität nochmal ein bisschen hinterfragt wird, was man damit eigentlich meint. Jetzt sind wir ja unmittelbar auch schon bei Fragen von Wirkung, bei der Frage von Substanzen und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, Herr Solker, was würden Sie sagen, was für Mittel sind es denn überhaupt, die wir in so einem Kontext von Neuroenhancement oder Gehirndoping oder Cognitive Enhancement diskutieren? Was kommt da überhaupt in Frage und worüber sprechen wir auf der medizinischen Ebene? Also zunächst nochmal zur Begrifflichkeit. Meine Position ist da ganz klar. Wir reden über Neurodoping. Also dass der Punkt ist, wir reden über Gesunde, die Medikamente nehmen, nicht über die Behandlung von Erkrankungen, sondern von Gesunden. Es gibt eine gewisse Grauzone, es ist zu Recht angesprochen worden mit Nahrungszusätzen, also ist Red Bull schon Doping, also das geht schon los. Aber auf der pharmakologischen Ebene ist es relativ eindeutig. In der Diskussion ein gewisser Türöffner war das Attention Deficit Disorder. Ich darf das kurz medizinisch erklären, die Aufmerksamkeitsstörung, die bei Jugendlichen ja explosionsartig zugenommen hat und jetzt auch zunehmend bei Erwachsenen diskutiert wird. Und eine der medikamentösen Optionen ist Psychostimulantien Ritalin. Die Verschreibungszahlen sind explodiert über die letzten Dekaden. Hier in anderen Ländern nicht unbedingt. Das war in gewisser Weise ein Türöffner, das man gesehen hat. Es gibt Aufmerksamkeitsstörungen auch bei Erwachsenen, die relativ schlecht zu objektivieren sind. Und da hat man gesagt, man nimmt also Medikamente. Ritalin ist die prototypische Substanz, die heute als Neuroenhancer diskutiert wird. Und zwar ganz offen, da gibt es Science-Artikel, da sagen Wissenschaftler, das ist zwar Doping, ganz klar, aber das gehört eben ein bisschen zur Evolution dazu und bei Studenten in Amerika sei es sowieso gang und gäbe und so weiter. Also das ist das klassische Psychostimulans. Dann gibt es noch ein paar verwandte Substanzen, Modafinil, das hier keiner kennen wird. Das ist eine Substanz, die bei Narkolepsie, Schlafanfälle haben diese Patienten, eine sehr seltene Störung eingesetzt wird. Alle diese Substanzen sind vor allem im Militär sehr verbreitet gewesen, schon im Zweiten Weltkrieg und ganz stark im Irakkrieg. Da gibt es einschlägige Literatur darüber, damit man also 24, 48 Stunden weiterkämpfen kann. Also das sind diese Substanzen, die jetzt dann in die Leistungswelt da auch eingezogen haben. Und da fällt es ein bisschen schwer, von Enhancement zu sprechen. Also meine Position ist da ganz klar, das ist Neurodoping. Ist auch interessant, was für Funktionen da eigentlich manipuliert werden. Da geht es um Durchhaltevermögen vor allem, Aufmerksamkeitsleistungen, nicht etwa um Kreativität oder solche Dinge, sondern wirklich also länger, schneller etwas leisten, durchhalten können. Und das sind schon Dinge, die sehr an das Doping im Sport erinnern. Die FAZ hat mal sehr schön getitelt, das Gehirn ist kein Muskel. Und das ist eigentlich auch meine Position. Sie haben das Ritalin angesprochen als ein Medikament, was ja, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, irgendwann in den 30er Jahren, also 1930er Jahren schon entwickelt wurde. Warum haben wir nicht vor 80, 90 Jahren eine Diskussion über Neuroenhancement geführt, sondern warum führen wir sie gerade jetzt? Also was macht aktuell diese Brisanz des Themas aus? Warum scheint es gerade jetzt so eine Relevanz zu bekommen, dass wir über kognitive Leistungssteigerung sprechen?
Ja, es ist gesellschaftsfähig geworden, das Thema. Da gibt es also ganz prominente Wissenschaftler, Science-Artikel, das Höchste, was sie überhaupt erreichen können, jedenfalls in den Naturwissenschaftlern, die das propagieren. Also das ist wirklich salonfähig. Das sind nicht mehr Geheimzirkel des amerikanischen Geheimdienstes, die das also propagieren oder obskure Drogenküchen. Das ist die Elite der wissenschaftlichen Gesellschaft, die das also propagiert. Und deswegen ist das jetzt ein Thema geworden. Sozialwissenschaftlich würden wir ja immer noch fragen, warum kann gerade heute ein Science-Artikel genau darüber berichten, warum gab es den nicht vor 40 Jahren schon? Greta, vielleicht willst du dazu nochmal. Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen komplizierter, weil die Mehrheit der Personen in Deutschland zum Beispiel sind genau ihrer Meinung. Ich habe für meine Doktorarbeit Gruppendiskussionen durchgeführt, um die Einstellung von normalen Akteuren gegenüber diesem Phänomen zu ermitteln. Und in Deutschland sind sich eigentlich alle einig, dass das eine ganz unglückliche Entwicklung ist. Nur eine Minderheit von Bioethikern und Neurowissenschaftlern hat irgendwie diese stark affirmative Position und hat es in bestimmte Wissenschaftsmagazine geschafft, aber es spiegelt nicht die allgemeine normative Haltung der Bevölkerung wider. Deutlich wird das zum Beispiel an einem Memorandum, was 2009 erschien, das hieß Das optimierte Gehirn, genau wie diese Veranstaltung. Das wurde von 7 oder 8 Ethikern, Neurowissenschaftlern, Medizinern gemeinsam verfasst, erschienen Gehirn und Geist und war ein Aufruf, sich denn nun endlich mit den Folgen von Neuroenhancement zu beschäftigen. Es sollte eine ausgewogene Abwägung verschiedener Argumente sein. Es wurde in den Medien eher als affirmativ aufgefasst und es gab eine unvergleichlich negative Rezeption dieses Memorandums. Alle Tageszeitungen, überregionale Zeitungen haben sich darauf bezogen und es gab, glaube ich, nur eine einzige positive Bezugnahme in der Zeit. Also wir können eigentlich nicht sagen... Wir können wirklich nicht behaupten, dass das salonfähig ist in dem Sinne, dass alle der Meinung sind, das sollten wir jetzt machen, weil... Wir sollten alle diese Möglichkeiten nutzen, das Gegenteil ist der Fall. Alle Leute finden, das sollten wir auf keinen Fall tun, aber zumindest in Deutschland. Ich probiere es nochmal. Also ich bin Ihrer Meinung, um das mal zu sagen. Auf der anderen Seite denke ich, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube schon, dass eine Rolle spielt der generelle Leistungsdruck in der Gesellschaft und dieses Bestreben, gut zu sein, in kurzer Zeit gut zu sein, in kurzer Taktung gut zu sein. Ich habe die Vorstellung, in meiner Jugend oder in früherer Zeit, ja, das möchte ich jetzt nicht hören, also probiere ich so, hast du Drogen eher genommen, um sich gut zu fühlen, frei zu werden, um irgendwie kreativ zu sein, da gingen die Geschichten von Schriftstellern oder was weiß ich wem, der die Drogen genommen haben, um kreativ ihre Werke zu schreiben, es war eine ganz andere Ausrichtung irgendwie. Und jetzt ist so dieser Gedanke, ich möchte leistungsfähig sein, ich möchte mich auch irgendwie den Rahmenbedingungen anpassen, ich möchte da gut durchkommen. Und ich würde das auch, wie Sie sehen, muss ich sagen, oder du, würde ich auch. Aber ich glaube, wir kommen da alle nicht so einfach raus, weil wir ja alle irgendwie unter Leistungsdruck stehen. Und wir das zwar, oder was ich wahrnehme, wir haben auch Interviews gemacht, was ich wahrnehme, es wird zwar auf der einen Seite Ebene abgelehnt mit diesen Argumenten, und auf der anderen Seite kommt dann schon oft durch, ja, es wäre doch ganz schön, wenn es das gäbe oder wenn es funktionieren würde. Und netterweise haben uns bei Interviews dann auch Leute erzählt, ja, vor 20, 30 Jahren hätten sie Captagon genommen. Und was ist das? Das ist ganz ähnlich. Und das hätten gerade von Medizinern haben wir das einige erzählt. Sie hätten das Lernen probiert, aber sie hätten gemerkt, das hilft ihnen eigentlich nichts. Und da ist, würde ich sagen, damals war die gesellschaftliche Stimmung vielleicht eine andere, dass das eher untergegangen ist. Und heute, ich will es damit nicht propagieren, aber ich denke, das spielt durchaus eine Rolle. Ich möchte noch mal gerne auf dieses Beispiel Ritalin eingehen und ADHS. Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie sagen, im Grunde ist sich die Mehrheit in Deutschland darüber einig, dass man da eher die Finger davon lassen soll. Die Toleranz und die
ja, die Affinität, dass man etwas nicht tun sollte, die wächst ja immer damit, je weniger man mit sowas zu tun hat. Und beim ADHS habe ich doch den Eindruck, dass es ganz andere Charakterisierung zulässt. Denn in dem Moment, wo Familien Kinder haben, die so diagnostiziert werden, man kann jetzt sehr über die Diagnose streiten, ja, dann gibt es einen geringen Schwellenwert, dass das auch als Medikament eingenommen wird. Gleichzeitig haben wir es hier aber mit einem hochkomplexen System zu tun, was mit der Gesellschaft zu tun hat, mit modernen Familiensystemen, mit modernen Schulsystemen. Und da will keiner ran, weil es viel zu viele Akteure gibt, die unterschiedliche Verantwortung tragen müssten, aber sie nicht gemeinsam tragen, sondern jeder irgendwie für sich. Ja? Und dann sagt natürlich der Arzt, ja, ich empfehle das, weil das ist mein Aufgabenfeld, das kann ich überwinden. Man hat das ja inzwischen so ein bisschen reduziert, der Hausarzt kann das nicht mehr so ohne weiteres verschreiben und so. Also es hat da auch eine Gegenbewegung gegeben, aber ich habe schon den Eindruck, dass es da eine gewisse positive Affinität gibt und man nicht gewillt ist, an dieser Stelle etwas gesellschaftlicher, lebensweltlicher zu denken und zu schauen, wo sind denn eigentlich die Ursachen dafür. Und will ich mich wirklich, und darum geht es doch, abhängig machen, möglicherweise mein Leben lang, von so einer Droge im Blick auf mein Selbstverhältnis. Ja? Es geht ja, man kann immer über so Einzelfälle mal eben vor der Prüfung irgendwas nehmen oder so, da kann man immer mal drüber diskutieren. Ja? Aber hier geht es doch um einen fundamentalen Eingriff in einen Lebensplan. Ja? Und das, glaube ich, hat eine ganz andere Charakteristik, als wenn ich jetzt nur so temporäre Einzelfälle nehme oder wenn ich sage, eine allgemeine Befragung dazu mache. Wie sind denn jetzt die Einstellungen dazu? Ich denke, wir müssen uns immer anschauen, also es gibt ja sozusagen die Vorstellung, dass jede Zeit ihre Drogen hat. Weshalb die Zeit zum Beispiel getitelt hat, Ritalin sei die Droge der Pflichterfüllergeneration. Und das sei sozusagen zeitdiagnostisch zu betrachten, dass jetzt immer mehr Studenten Ritalin nehmen zur Leistungssteigerung. Wenn man Ritalin ist ja sozusagen zumindest entfernt verwandt mit Amphetaminen und Amphetaminang-Medikamenten. Wenn man sich eine Studie von Nicolas Rasmussen anschaut, der sagt, der Amphetaminkonsum war 1970 höher als heute. Dann wird eigentlich deutlich, dass nicht immer mehr Medikamente genommen werden, sondern dass wir in einer anderen Weise darüber sprechen. Und dass wir das heute nicht Drogenmissbrauch nennen, sondern Neuroenhancement, hat, glaube ich, mehr mit Fantasien des Machbaren, die von den Neurowissenschaften auch ganz stark produziert werden, zu tun, als mit einem tatsächlichen gesellschaftlichen Wandel. Das heißt nicht, dass dieser gesellschaftliche Wandel nicht am Ende tatsächlich hervorgerufen wird durch die Art und Weise, wie Bioethiker darüber sprechen. Denn wenn man zum Beispiel sich anschaut, wenn man bei Google Ritalin eingibt, dann kommt als nächstes Ritalin kaufen. Und das ist entstanden durch die mediale Aufmerksamkeit für das Phänomen. Die Bioethiker, die gewarnt haben, das ist bald eine Entwicklung, die uns alle erfasst, die haben sehr stark dazu beigetragen, dass das Phänomen publik wird, dass Leute erfahren haben, ach, da gibt es Medikamente, ach, die kann man auch nehmen, wenn man gar nicht krank ist. Ich glaube, dass wir sozusagen in einer nicht alarmistischen Weise darüber sprechen sollten und schon gar nicht sollten wir dabei so tun, als seien das besonders potente Medikamente. Denn Enhancement, ich würde Ihnen zustimmen, ist ein schwieriger Begriff, aber ich glaube nicht, dass Doping angemessen ist. Denn Doping suggeriert eine unglaublich großartige Wirkung dieser Substanzen und was diese Substanzen einzig machen, ist, sie wirken antriebssteigernd und bei manchen motivationssteigernd, sie verengen den Fokus, aber sie machen natürlich nicht intelligenter und die Texte, Hausarbeiten, Klausuren, die die Studenten unter dem Einfluss dieser Substanzen schreiben, sind auf keinen Fall besser. Also das ist ja gerade ein ganz wichtiges Stichwort. Wir haben zwischendrin immer wieder so getan oder in den Wortmeldungen klang das so an, also es gibt diesen Wunsch zur Leistungssteigerung und wenn wir dann über sowas wie den Ritalinkonsum reden, dann entsteht ja auch der Eindruck, ja, das funktioniert als Leistungssteigerung. Deswegen wäre nochmal die Frage an Herrn Soika, auf der
physiologischen Ebene. Was machen denn diese Medikamente? Inwiefern können wir überhaupt davon sprechen, dass sie als leistungssteigernd wirken? Weil klar, wir kennen das, wenn wir gerade zum Beispiel ADHS haben bei Kindern, gibt es oder kann man das einfach beobachten, dass aktive Kinder, wenn sie Ritalin bekommen, deutliche Verhaltensveränderungen zeigen. Aber wie wirkt das bei Erwachsenen? Also nochmal ganz klar, ADHS ist eine Krankheit und bei schweren Fällen ist Ritalin eine Standardtherapie. Die werden übrigens auch nicht süchtig drauf im Langzeitverlauf. Das ist gut untersucht worden, die Kinder. Die Substanzen, über die wir im Moment reden, die sind vor allem Psychostimulantien, die machen wacher, unterdrücken den Schlaf, erhöhen zumindest subjektiv die Leistungsbereitschaft, das Durchhaltevermögen, wie ich gerne sage, aber sie fördern nicht Kreativität im engeren Sinne. Also jemand kann länger eine Aufgabe bewältigen, vor allem monotone Aufgaben gehen besser von der Hand, also nicht etwa kreative Aufgaben. Was ganz interessant ist, ist, dass die Diskussion ein bisschen weitergegangen ist mit den Neuroenhancement-Substanzen. Bisher gibt es ja nicht sehr viele. Der klassische Weg, warum jemand Drogen nimmt, bewusst oder unbewusst, ist, seine Emotionalität zu verändern. Das tun wir alle irgendwann, wenn wir viel Kaffee trinken oder mal ein Bier. Den Effekt kennt jeder, der Süchtige erlebt das sehr viel stärker oder hat andere Motive dafür. Ich habe in letzter Zeit Artikel gelesen, wo Oxytocin, der sogenannte Kuscheltransmitter, auf einmal unter Neuroenhancement auftaucht. Das ist eine Substanz, das ist eigentlich ein Hormon. Man weiß heute, dass das die Empfänglichkeit für soziale Wahrnehmung klingt ein bisschen abstrakt, aber so, es hat so was Warmes. Oxytocin spielt in der Forschung jetzt eine ganz große Rolle, taucht auf einmal unter Neuroenhancement auf. Da geht es nicht mehr um Durchhaltevermögen und Leistung, sondern Empfänglichkeit. Wie nehme ich die Gruppe wahr? Auf einmal mag ich alle, ich habe ein bisschen mehr Oxytocin im Blut oder im Gehirn streng genommen. Also das ist schon wieder sehr nah an der klassischen Drogenwirkung. So ein bisschen Ecstasy-Light ist das. Also alles geht besser von der Hand, man kommt leichter in Kontakt. Also diese Diskussion geht weiter und schon wieder mehr in diesen klassischen Drogenbereich hinein. Bisher waren die Neuroenhancement-Stoffe wirklich die Psychostimulantien im engeren Sinne. Kein Mensch glaubt übrigens, dass ein Alzheimer-Medikament einen schlauer macht, wenn man es früher nimmt. Also das spielt gar keine Rolle. Aber bei anderen Psychopharmaka mag es schon wieder anders ausschauen. Also ich wollte auch zunächst mal was zur Wirkung sagen. Unseren Studien nach, und das ist ja auch was berichtet wird, oft berichten die Leute, die Substanz nehmen, ja schon davon, dass sie sich länger konzentrieren können, wacher sind und solche Dinge. Das wurde uns auch erzählt. Auch, dass gerade Studierende besser lernen können, solche repetitiven Sachen auswendig lernen. Sie haben dann allerdings genau Kreativität, solche Dinge wurde eher als störend empfunden. Wir haben sie dann aber auch noch gefragt, ja und, haben sie auch ein besseres Ergebnis damit erzielt, also eine bessere Note oder irgendwie was Besseres? Und ganz seltsam, von den Befragten hat nur ein einziger gesagt, ja, ich war tatsächlich besser. Und die anderen sind dann sehr kritisch geworden und haben gemeint, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, das ist die Sache mit der Subjektivität, dass man subjektiv den Eindruck hat, dass Selbstbewusstsein gesteigert wird durch Stimulanzien, man subjektiv den Eindruck hat, dass es besser geht, vielleicht dass im Hirn irgendwie schneller läuft, aber die Frage ist, was da passiert. Also das ist meiner Meinung nach völlig offen, ob da tatsächlich ein positiver Effekt damit einhergeht, denn man muss ja auch bedenken, die Leute haben ja dann anschließend auch ein Problem, wieder runterzukommen von der Substanz. Also während man als Normalmensch eben eine Zeit lang lernen kann und dann eben eine Pause macht oder nicht mehr, können die zwar länger lernen, haben dann aber anschließend ein Problem zu schlafen, wie auch immer, sich zu beruhigen. Das muss man ja auch mit einrechnen. Also es ist durchaus fraglich, ob das was bringt. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben immer von Ritalin gesprochen. Unseren Erfahrungen nach nehmen sehr viele, gerade junge Menschen in Deutschland, Amphetamine ein. Und zwar Amphetamine, Drogen, also in Form von Pulver, das sie auf dem Drogenmarkt bekommen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, ob man eine Tablette einnimmt oder ob man auf verunreinigte Drogen zurückgreift. Das Abhängigkeitspotenzial ist nochmal wesentlich höher. Unseren Erfahrungen nach scheint es auch gar nicht so einfach zu sein, an Ritalin ranzukommen im Zweifelsfall, was Bitz und Grund zu sein scheint. Also das wollte ich nochmal erwähnt haben, dass da durchaus so eine Schiene ist in auch sozial ausgesprochen problematische Zusammenhänge. Und dann mit diesem Doping-Begriff, wenn ich darf. Ich denke, der Begriff Doping impliziert vielleicht auch oder meiner Ansicht nach auch, dass es da Regeln gibt, gegen die verstoßen wird. Im Sport gibt es eine Abmachung, gibt es Substanzen auf der Dopingliste
Und das scheint mir was zu sein, was es bei Enhancement, oder das ist bei Enhancement einfach im Moment nicht der Fall. Da gibt es eine unklare Definition, aber es gibt keine Regel, die da sagt, an Universitäten dürfen die und die Substanzen nicht eingesetzt werden. Und das scheint, oder nicht nur an Universitäten, auch im Arbeitsmarkt, man braucht sich ja nicht vormachen, dass das nur ein Problem für Studierende sei. Also in dem Moment, denke ich, wo klare Regeln aufgestellt werden würden oder vorhanden wären, klare Verbote ausgesprochen werden, wäre diese Analogie im Zweifel auch noch mal wesentlich stärker. Das ist nochmal eine Unterscheidung, die eine Rolle spielt. Die rechtlichen Aspekte können wir ja vielleicht auch gleich nochmal kommen. Was jetzt erstmal auffällt, ist, dass sowohl Sie als auch du, Greta, von empirischen Befunden gesprochen haben. Über was für eine Dimension reden wir denn eigentlich? Also in welchem Ausmaß, also gerade immer ist das Beispiel der Universität und des Studierens genannt worden, wer nimmt denn Neuroenhancer oder wie auch immer wir diese Mittel bezeichnen und von was für einer Prävalenz sprechen wir eigentlich? Also 1% aller Studierenden, 10%, was gibt es da für Erkenntnisse? Vielleicht Greta, magst du starten? Es gibt diverse Studien, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich probiere nochmal kurz. Die ganze Debatte kam in Gang, nachdem die Zeitschrift eine Umfrage unter ihren Lesern und Leserinnen gemacht hat, bei der 20% derer, die diese Umfrage beantwortet haben, gesagt haben, ja, sie nehmen regelmäßig Ritalin oder Adderall zum Arbeiten. Wissenschaftlich. Genau. Ja. Also die Leser des Wissenschaftsmagazins Nature. Wobei man dazu sagen muss, dass 60% derer, die diese Umfrage beantwortet haben, aus den USA kamen. Und Adderall ist ein Medikament, was auf Amphetaminbasis zugelassen gegen Narkolepsie und ADHS, was in Europa nicht zugelassen ist. Das ist ein Teil dessen, wie man sich erklären kann, warum die Prävalenz in den USA größer ist als hier. Es gibt in Europa keine amphetaminhaltigen Medikamente gegen ADHS bisher. Jetzt habe ich gehört, es ist umstritten, ob es demnächst gibt, aber vielleicht können Sie dazu mehr sagen. Das hat erstmal einen ziemlichen Alarmismus ausgelöst, aber diese Umfrage hat natürlich nicht irgendwelchen methodischen Standards entsprochen. Das war eine Umfrage unter Lesern. Es gibt eine seriöse, sehr große quantitative Erhebung von McCabe und Teeter, die haben an 119 amerikanischen Colleges befragt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ungefähr 6,9% der Studierenden Medikamente zur Leistungssteigerung mindestens einmal genommen hat in ihrem Leben. Und da sind eben nicht die eingerechnet, die Ritalin auf Partys nehmen, um länger wach zu bleiben, oder Adderall nehmen, um tanzen zu gehen, sondern das sind 6,9% sind die wirklich das nehmen zur kognitiven Leistungssteigerung. Interessant ist, dass die sich sehr stark unterscheiden in Bezug auf die Regionen innerhalb der USA. An 80% der Colleges, wo die Prävalenz höher war als 10%, liegen im Nordosten der USA und haben sehr selektive Zulassungsverfahren. Alle 8 Ivy League Universitäten zum Beispiel liegen im Nordosten der USA. Und das war auch meine Erfahrung aus meine Felderfahrung in New York, dass ich Gruppendiskussionen hatte, wo Studenten der Columbia University gemeinsam diskutiert haben mit Studenten, die an kleinen Community Colleges in der Bronx studiert haben, wo der Student aus der Columbia gesagt hat, dass das absolut gang und gäbe ist in seiner Peer Group, während Studenten an weniger selektiven, an weniger teuren Hochschulen, kann man im Grunde sagen, davon noch nie gehört hatten. Es ist also, es gibt drei Variablen, die es wahrscheinlicher machen, dass man in den USA zum Konsumenten dieser leistungssteigernden Medikamente wird. Das ist einmal, dass man männlich ist, dass man weiß ist, dass man an einer teuren Hochschule ist und dass man schlechte Noten hat. Und da haben Sie ungefähr den typischen Konsumenten. Und wenn man das jetzt sozusagen sozialwissenschaftlich rückbindet, dann heißt es, dass das Leute sind, die im Grunde genommen an der Hochschule sind, aber mit ihren Leistungen eigentlich vermutlich nicht den gesellschaftlichen Stand erreichen, den sie für sich vorsehen. Es ist insofern auch ein Hinweis darauf, dass es Medikamente sind, die nicht die Leistungen so weit steigern, dass andere nicht mehr mithalten können, sondern es sind eher Medikamente, die, also beziehungsweise diese Personengruppe, die besonders häufig diese Medikamente nimmt, nimmt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Marihuana, trinkt viel Alkohol,
zieht Kokain und so weiter. Also wir haben einfach nicht diesen Konsumenten, der uns alle abhängt, sondern wir haben einen faulen, privilegierten Studenten, der am Ende des Semesters versucht, noch aufzuholen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten, welche ethischen Probleme das aufführt. Jetzt ist das ja der US-Kontext und wir sitzen nun mal glücklicherweise, dummerweise, wie auch immer, in Deutschland. Jetzt ist ja die Frage, können wir einfach das übertragen? Und das klingt ja jetzt erstmal nach einem sehr spezifischen Kontext mit sehr spezifischen Problemen, die wir so in Deutschland noch nicht haben. Sie haben ja eine große Studie in Deutschland gemacht. Wie sind denn da die Ergebnisse? Also in Mainz wurden ja einige Studien gemacht und ich war an einer beteiligt, ja, und bei manchen nicht, aber dennoch, ich kenne ja dann doch die Ergebnisse. Also wir haben ungefähr 4% bei Studierenden und volljährigen Schülern ungefähr 4% der Befragten ermittelt, die schon mal auf verschreibungspflichtige oder illegale Stimulanzien zurückgegriffen haben. Wir haben das begrenzt auf diese zwei zum Zwecke der geistigen Leistungssteigerung, also nicht für Partyzwecke und solche Dinge, sondern es kamen dann aber Zweifel auf, ob das die richtigen Ergebnisse sind, ob da nicht eine Hemmschwelle da wäre, dass die Leute eine Hemmung haben zuzugeben, dass sie die entsprechenden Substanzen nehmen. Und es wurden dann Studien durchgeführt mit Verfahren, die eine größere Anonymität zusichern. Und da wurden dann höhere Werte erhalten. Da gab es auch eine Studie unter Chirurgen, wo durchaus auch, nageln Sie mich nicht fest, aber zwischen 6% und 8%, soweit ich weiß, Chirurgen entweder auf Stimulanzien oder auf Antidepressiva angegeben haben, zurückzugreifen. Die Schüler- und Studierendenpopulation lässt sich am leichtesten untersuchen, andere weichen da eher aus, aber ich denke, es ist nicht nur ein Problem von Schülern und Studierenden, ich denke auch in Universitäten, Professoren wird das genauso treffen. Das mit den schlechten Studierenden, das scheint so zu sein. Aber also ich möchte noch dazu sagen, ich wäre ganz vorsichtig, da jetzt eine Aussage darüber zu treffen, wie häufig wirklich das Ganze in Deutschland erfolgt, ob das jetzt so ein Hype ist, denn jemand, der die Substanz ja nur einmal nimmt, da kann man nicht sagen, dass derjenige tatsächlich regelmäßig auf entsprechende Substanzen zurückgreift. Andererseits haben uns auch einige Studierende erzählt, ja, sie kennen 50, 60 Leute, die das auch machen. Also das scheint mir im Moment ein bisschen offen zu sein. Die andere Frage wäre ja auch, was folgt daraus für einen selber? Ist das dann was einen Anreiz gäbe, wenn man jetzt wüsste, 10%, 20% nehmen das, schreckt einen das eher ab? Würde man dann denken, ich muss da auch mithalten oder so? Das ist ja auch nochmal eine Frage, was bedeuten diese Zahlen überhaupt und was bedeuten solche Veröffentlichungen von solchen Zahlen? Das ist ja nochmal eine ganz zweischneidige Sache eigentlich. Also es gibt ja ein paar Zahlen, es gibt eine große Untersuchung der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, dass etwa 2% der Arbeitnehmer regelmäßig dopen. Das ist also kein Massenphänomen, aber es ist auch nicht ganz selten. Ich könnte Ihnen aus meiner klinischen Erfahrung, und ich arbeite ja auch in der Schweiz, sagen, wo es Züricher Banker sich so einpfeifen. Das ist genauso, wie Sie sich das vorstellen. Also das sind sehr stark antriebssteigernde Substanzen oder auch Kokain. Das ist dann sehr ähnlich, was da konsumiert wird. Ich frage mich das übrigens häufig, so ein Politiker, der fliegt heute dahin, morgen dorthin, überall kommt er frisch geföhnt aus dem Flugzeug und ist wach. Also wie geht denn das? Also das schafft der normale Mensch ja gar nicht. Also ich denke, sehr viele werden da wohl auch pharmakologisch ein bisschen nachhelfen. So selten ist es nicht. Aber nochmal ein anderer Aspekt. Ich glaube, das Hauptproblem wird sein, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, wenn das immer mit Leistungsgesellschaft sehr schnell assoziiert wird, aber die Hauptschlacht wird im Jugendbereich geschlagen werden bei dieser Geschichte. Und Eltern generell heute, die haben so, in Deutschland ist das sehr ausgeprägt, viel stärker übrigens als in der Schweiz, haben enorme Versagensängste, was die Kinder angeht. Wenn da nicht Abitur am Horizont ist, dann bricht da sehr schnell Panik aus heute. Und das Gefühl, da kommen meine Kinder vielleicht nicht mit, macht die sehr, sehr anfällig für solche Substanzen. Ich habe vor kurzem mit einem Ägypter zusammengesessen, zufällig. Der sagte, in Ägypten gibt es erstens keine Anorexie. Das wusste man aus Untersuchungen. Bulimie gibt es aber Anorexie nicht.
Und B, es gibt kein Attention Deficit. Das wird also offensichtlich sozial da toleriert. Das, die Diagnose wird gar nicht gestellt. Also es ist nicht völlig unabhängig vom sozialen Kontext. Und es gibt eine ganze Reihe von Substanzen. Sie haben vorhin zu Recht auf die Nahrungsmittel angesprochen. Die werden aggressiv vermarktet bei Kindern und Jugendlichen, dass die nachts durchlernen können. Ich habe so Folien davon, also für Vorträge, wo so obskure Kombinationen von Substanzen, die bringt wahrscheinlich gar nichts, aber das wird vermarktet in dem Bereich, damit ihr Kind in der Schule besser mitkommt. Da werden also Fischrogenextrakte und Vitamine und was da alles immer an diese Substanzen dann reingemischt wird, das wird aggressiv vermarktet und da ist eine ganz hohe, da gibt es auch nicht so viele Zahlen drüber, da gibt es sicherlich eine ganz hohe Bereitschaft von Eltern, wenn die das Gefühl haben, mein Kind hat nicht so die Chancen, wie es ist, wie ich mir das für mein Kind wahrscheinlich erwarte, das ist eine ganz hohe Bereitschaft, da nochmal nachzuhelfen. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, ich wollte nochmal ganz kurz zu Prävalenz sagen. Es gab vor circa 2 Jahren ungefähr einen großen Artikel in der FAZ, der die eine neueste Studie aus Mainz referierte und da war die Unterüberschrift für 25% der Studierenden Hirndoping betrieben. Aber und das war mit Koffein, Kaffee. Genau, und wenn man sich dann die Studie anguckt, dann werden Koffeintabletten mit abgefragt. Begründet wird das, dass Koffeintabletten man in Apotheken kauft, wo es ja bekanntlich nur Medikamente gibt und deswegen das als Einstieg in eine Medikamentenabhängigkeit zu werten ist. Eine andere Studie, zum Beispiel vom Hochschulinstitut, hat von 10% geschrieben, die Hirndoper sind. Da wurde mit abgefragt, ob man Marihuana raucht. Ich glaube, dass wir sozusagen, wenn wir das Phänomen nicht auf die Einnahme von verschreibungspflichtigen Substanzen, von mir aus von Amphetaminen, weil es die hier nicht verschreibungspflichtig gibt, aber darüber könnte man auch noch streiten, eingrenzen, dann wissen wir nicht so richtig, worüber wir reden. Und von daher, glaube ich, muss man sich sehr genau angucken. Also ich bin in meinen Seminaren, es gibt immer wieder Studenten, die diese 25% aus der FAZ zitieren und das ist einfach schlichtweg falsch. Was Sie gesagt haben zur Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder ADHS-Medikamente verschreiben zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich was sehr ansteigt, was sehr stark mit empfundenem Leistungsdruck und der Angst, sozusagen in Wettbewerben nicht bestehen zu können, zu tun hat. Und die meisten, die dann aber ihren Kindern Ritalin geben, die geben das, weil sie an diese Diagnose ADHS glauben und weil sie daran glauben wollen, sicher auch. Und dass das sozusagen ein kulturelles, geprägtes Syndrom ist, zeigt ja die ganz, wie Sie schon sagten, in Ägypten, die ganz unterschiedliche Verteilung international und auch der extreme Anstieg in den 90er Jahren, was die Diagnosen angeht. Wo wir auch in anderen Bereichen eine Verschärfung des Wettbewerbsdrucks erlebten. Also ich denke, ganz unabhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kann man das natürlich nicht betrachten. Nochmal auf diese Doping-Diskussion zurückzukehren. Haben wir nicht doch eine recht große Parallelität zu den Strukturen im Sport, dem agonalen Wettkampf? Geht es nicht auch bei diesen Dingen immer wieder um Wettbewerbsvorteile, Gerechtigkeit, um auf das gleiche Level zu kommen? Aber wir haben im Sport eine etwas andere Grundvoraussetzung. Beim Sport geht es ja unter anderem auch darum, dass es individuelle Naturen sind, die miteinander in den Wettkampf ziehen. Ja, das natürliche Individuum soll sich dann im Training performieren und dann gegeneinander antreten. So. Und da soll dann nichts Künstliches einwirken. Aber es ist völlig klar, es gibt Leute, die gehen am Fitnessstudio vorbei, da wachsen bei denen schon die Muskeln. Ja, andere können 6 Wochen trainieren, da kommt immer noch nicht so viel. Es gibt genetische Unregelmäßigkeiten da bei der Exprimierung von Wachstumshormonen. Die kann man natürlich auch künstlich dann entsprechend verändern. Was heißt denn dann in dem Zusammenhang eigentlich Gerechtigkeit? Ja? Müsste man nicht da auch sehen, da gibt es Leute, die haben aus natürlichen Gründen einen Wettbewerbsvorteil. Dieser Naturbegriff spielt in unseren gesellschaftlichen Zusammenhängen, ich will nicht sagen keine Rolle, aber jedenfalls eine untergeordnete Rolle. Also was die Manager sich vor Vertragsverhandlungen reinpfeifen, ist völlig egal, welche Natur die haben. Aber
im Blick auf das Ergebnis spielt das natürlich schon eine Rolle. Es gibt Leute, die können länger aushalten, die halten auch eine Diskussion länger stand, andere geben früher auf. Und da geht es immer um Wettbewerb. Ja? Und ist es nicht doch genau diese Provokation unserer Gesellschaft, die uns da hineinführt? Und das gilt nicht nur für die Akademiker. Diese CIS-Studie hat ja gezeigt, dass auch bei den Bürojobs und bei Montagearbeitern, das war ja zu Amphetamin und Methamphetamin, also Speed und Crystal Meth. Das ist eine völlig andere Liga von Substanzen, ja, mit erheblichen Nebenwirkungen, also Langzeitwirkungen. Und dass es eben auch auf diesem Sektor eine ganz entscheidende Rolle zu spielen ist. Die Zahlen waren jetzt nicht hoch, aber von der Studie zu 2009 zu 2012 hatten sich 2014 hatten die sich doch bei den jüngeren Jahrgängen zumindest verdoppelt von 1,5 zu 2,9 oder irgendwie sowas. Ne? Bei den Älteren war das nicht so signifikant. Also Gerechtigkeit ist ja ein ganz wichtiges Stichwort in dem Kontext und gerade auch in dem Gebäude, in dem wir uns befinden. Insofern kommen da ja auch zwei interessante Problemkomplexe. Auch das eine sprechen Sie an, es gibt natürlich unterschiedliche Grundausstattung, es könnte also gerecht sein, die auszugleichen. Wir müssen ja gar nicht von Leistungssteigerung reden, sondern wenn wir sagen einfach nur Ritalin macht wach, dann ist es vielleicht gerecht, dass diejenigen, die mehr Schlaf brauchen, doch Ritalin nehmen, um länger lernen zu können. Andererseits haben wir gehört, es gibt unter Umständen ein Zugangsproblem, wenn nur die Weißen an Elite-Universitäten studierenden Männer diese Medikamente vorwiegend zumindest konsumieren, stellt sich ja die Frage, was ist überhaupt mit dem Zugang zu diesen Medikamenten? Es ist offensichtlich nicht ganz so einfach, es kostet Geld. Produziert es nicht eher sogar Ungerechtigkeit, wenn ich die nehme? Also beide Seiten spielen ja da eine wichtige Rolle. Ja, ich glaube, man muss es... Ja, auf der einen Seite schon. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Preise für eine Tablette Ritalin auf dem Schwarzmarkt angucken, dann kosten die so viel wie ein Latte Macchiato. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich das Phänomen zu fassen kriegen, wenn wir sagen, das wird die Gesellschaft spalten, es wird die geben, die sich Ritalin werden leisten können, andere nicht. Ich glaube, dann kriegt man eigentlich nicht den Punkt. Ich finde es auch eine seltsame Vorstellung zu sagen, die sich nicht so gut konzentrieren können, die sollten aufschließen mit Hilfe von Ritalin und damit haben wir eine gerechtigkeitsfördernde Wirkung, wie das bei einigen Bioethikern argumentiert wird, beispielsweise Arthur Kaplan, der zum Beispiel sogar behauptet, die Universitäten und Schulen müssten die Medikamente frei zur Verfügung stellen, um gleichen Zugang für alle zu gewährleisten. Also das sind, glaube ich, abstruse, auch wirklich biopolitisch gruselige Vorstellungen. Was ich allerdings auch problematisch finde, ist die Vorstellung, dass eine angenommene Chancengleichheit im Bildungswesen gefährdet wird, indem einige Ritalin nehmen, andere nicht. Da scheint es mir doch einen zu geringen Einfluss auf die Ergebnisse zu geben, als dass und wir sitzen doch einer absoluten Illusion der Chancengleichheit auf, wenn wir sagen, die sei dadurch gefährdet. Also das dreigliedrige Schulsystem ist ein Grund dafür, weshalb wir überhaupt nicht von Chancengleichheit reden können. Und ich glaube, es ist eine Scheindiskussion, wenn wir sagen, die wird gefährdet, indem einige Ritalin nehmen. Das war auch ein interessanter Unterschied zwischen den US-amerikanischen und den deutschen Gruppendiskussionen. Denn die nicht bestehende Chancengleichheit wurde in den USA ganz vehement kritisiert. Alle diese Studenten in meinen Gruppendiskussionen fanden das skandalös, dass es keine Chancengleichheit gibt. Aber die Vorstellung, dass Ritalin die Chancengleichheit gefährden könnte, war dort wenig nachvollziehbar. Während in Deutschland tatsächlich diese Diskussion sofort aufkam. Also dann habe ich ja Nachteile bei der Klausur, das ist ja ungerecht. Das könnte damit zusammenhängen, dass die sozusagen an der Uni sind, schon gar nicht mehr den gesellschaftlichen Durchschnitt an sozialen Hintergründen abbilden. Frau Wagner, es gibt Leute, die haben Prüfungsangst, die nehmen Beta-Blocker. Ist das gerecht oder ungerecht gegenüber denen, die das nicht machen? Ich glaube, wenn wir Neuroenhancement kritisieren sollen, dann müssen wir was anderes kritisieren. Dann muss man auf eine gesellschaftliche Steigerungsdynamik gucken, auf eine Wachstumslogik, auf einen empfundenen Druck zur Selbstoptimierung.
Und aber der erfasst uns alle und ich glaube... Die haben aber eine Prüfung und brauchen eine gute Note, um weiterzukommen. Und das ist ja nichts Neues, das hat es immer schon gegeben. Und also ich habe das... Da gibt es Beta-Blocker, es gibt auch andere Sachen, verrate ich jetzt nicht, aber das ist relativ, relativ häufig. Also ich sehe das auch gar nicht so kritisch, aber streng genommen manipulieren die sich auch schon, nicht? Also die werden dann eben nicht rot, wenn einer sie anspricht und fangen an zu stottern, sondern da kommt dann doch flüssig was rüber und dann hast du eine gute Note und darfst weitermachen. Absolut, und aber schauen Sie sich an, dass es viele Studenten gibt, die 50% ihrer Arbeitszeit als Kellnerin arbeiten. Ist das gerecht? Das hatte jetzt, ich glaube, also ist ich glaube, dass einfach der, die Medizin ist manchmal konkret, also da geht es... Also ist so gering im Vergleich zu der angenommenen sozialen Chancengleichheit in der Gesellschaft, dass wir völlig am Problem vorbeireden, wenn wir sagen, die würde gefährdet. Vielleicht drehen wir es doch nochmal und fragen tatsächlich nach den ethischen Möglichkeiten, genau dieses Spannungsfeld auch auseinanderzunehmen und vielleicht auch zu Lösungen zu kommen. Ja, ich halte diese Gerechtigkeitsdebatte schon für wichtig, aber man darf sich jetzt nicht der Illusion hingeben, als sei jetzt die Debatte um die Gerechtigkeit das zentrale Argumentationsfeld, ja, sondern das funktioniert auch beim Sport nicht. Also wenn Sie Doping nur aus Fairnessgründen verbieten wollen, das funktioniert auch da nicht, sondern spielen andere Komponenten auch eine Rolle. Und das ist auch hier bei uns wichtig in der Diskussion. Und da spielen auch generelle gesellschaftliche, moralische Einstellungen eine Rolle. Arthur Kaplan ist durch und durch Amerikaner. Ja, und die haben eine ganz bestimmte Form von Gerechtigkeitsvorstellung. Da geht es um eine bestimmte Form von distributiver Gerechtigkeit. Und das ethische Schlagwort ist auch Gerechtigkeit. In vielen, zumindest kontinentaleuropäischen Ideen, spielt das gute Leben und wie wir uns darin verwirklichen eine zentralere Rolle. Und ich glaube, ich hatte das ja eben schon mal angesprochen, wie ich mich selbst empfinde bei diesem ganzen Prozess, das scheint mir eine ganz wesentliche Komponente in der Auseinandersetzung zu sein. Also wir haben zum Beispiel in Bonn an der Uniklinik eine Lampenfieberambulanz. Ja. Was die da machen, die wollen eben verhindern, dass die Musiker sich mit irgendwelchem Zeug vollstopfen. Auch Alkohol spielt da eine ganz gewichtige Rolle. Und das ist zumindest im symphonischen Bereich eher verpönt, wenn man da in Richtung Alkoholismus abdriftet. In Rockmusik mag das noch was anderes sein, aber auf dem symphonischen Level spielt das eine gewichtige Rolle. Und da geht es natürlich darum, andere Methoden zu entwickeln, mit diesen Problemen umzugehen. Ja? Und ich glaube, darum muss es uns gehen, dass auf die Tagesordnung zu bringen, was sind die Ursachen, ja, und welche Möglichkeiten haben wir, damit umzugehen. Wir werden immer in irgendeiner Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft leben, wo wir diese Probleme haben. Wir werden immer unterschiedliche Naturen haben, die mit Dingen unterschiedlich umgehen. Aber wie wir uns als selbst daraus entwerfen und einen Lebensplan verwirklichen, da müssen wir was an der Hand haben, was uns auch nicht nur nicht krank macht, sondern auch nicht abhängig. Also da würde ich Ihnen zustimmen. Da würde ich auch sagen, sowas wie eine selbstbestimmte Lebensgestaltung, eine Planung, ein Lebensentwurf, der an den eigenen Fähigkeiten sich orientiert, an den eigenen Möglichkeiten und dann auch die Ziele so setzt, dass die realistisch sind, es muss nicht jeder an der Elite-Uni studieren, nicht jeder ein Abi von 1,0 haben und so weiter, dass man da realistische Ziele sich setzt, auch sich sagt, was ist für mich wichtig. Solche Dinge, denke ich, sind durchaus wichtig, auch dem Einzelnen klar zu machen von Anfang an, dass es ja auch um ein kohärentes Selbstbild geht, dass man da unabhängig von Abhängigkeiten, von gefühlten Abhängigkeiten, von irgendwelchen pharmakologischen Substanzen agieren kann und auch sein Selbstbild ja so haben will, dass man oder dass es vielleicht ein Wert sein könnte, sein Selbstbild und seinen Lebensverlauf unabhängig von diesen Substanzen zu gestalten. Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Ich würde auch sagen, die Gerechtigkeitsdebatte spielt eine Rolle, ist gerade international, kommt dann immer sehr schnell, ja, die einen können sich durch Tutoren leisten, Privatschulen und so weiter, da haben wir in Deutschland irgendwie einen egalitäreren einen gleicheren Zusammenhang, wo diese Ungleichheiten nicht so eine Rolle spielen, aber dennoch natürlich sind da große
Ungleichheiten da. Ich hätte trotzdem, trotz allem, das Gefühl, dass da ein Fairness-Aspekt eine große Rolle spielt, der doch nicht zu verachten wäre. Aber aus meiner Sicht wäre auch diese Vorstellung des gelungenen Lebens, der selbstbestimmten Lebensgestaltung, die sich an den eigenen Fähigkeiten orientiert, ein wichtiger Wert. Aber die Frage ist natürlich, wie vermittle ich das jemand, der einfach nur besser sein will, der einfach nur eine gute Note haben will. Und da habe ich wirklich meine jüngste Tochter macht gerade Abi, da kriege ich aus der gesamten Familie die Prüfungsstorys gerade auf dem Silbertablett präsentiert und da sind natürlich auch solche Storys dabei. Und da denke ich mir dann natürlich auch meinen Teil dabei, das muss ich schon sagen. Es ist ein ganz schwieriger, grenzwertiger Punkt. Ja. An der Stelle würde ich auch darauf hinweisen, es ist ja eine studentische Initiative, die das hier organisiert hat und die Fragen, die ich auch bisher gestellt habe, sind schon von den Organisatorinnen und Organisatoren größtenteils zusammengetragen, aber natürlich sollen auch Sie und sollt ihr die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen und nicht nur wir hier miteinander sprechen. Insofern, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, würde ich auch die jetzt einladen und einfach ein kurzes Handzeichen, dann werde ich die Interesse daran haben, aufnehmen und ansonsten würden wir hier auch noch weitersprechen, denn es gibt, denke ich, noch eine ganze Reihe von Aspekten, die wir noch mal weiter vertiefen können. Aber erstmal die Frage an Sie und an euch, ob es Fragen direkt gibt. Es wurde jetzt immer gesagt, dass Neuroenhancement auch nicht wirklich dabei hilft, wenn man irgendwelche Prüfungsergebnisse verbessern will. Aber müsste man nicht eigentlich mal kontrollierte, konkrete Studien durchführen, um das überhaupt richtig nachzuweisen? Also wurde ja bisher immer nur so Selbstberichtung geschlossen oder kam es falsch? Also es gibt experimentelle Studien zu Psychostimulanzien, vor allem Amphetaminen, natürlich nicht wie Studenten da Prüfungsnoten geschrieben haben, aber wie die psychischen Leistungen sind. Und das ist so, wie ich es vorhin kurz gesagt habe, man hält länger durch, man ist länger wach, einfache motorische Aufgaben, stupide Aufgaben, sage ich mal, gelingen länger sehr gut. Wenn man sehr viel Psychostimulantien nimmt, steigt die Fehlerhäufigkeit an. Also das ist das, was experimentelle Untersuchungen zeigen und das ist auch klinisch plausibel. Also ich glaube persönlich nicht, dass die Leistung auf Dauer dadurch wirklich besser wird. Aber über Prüfungsergebnisse, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann nur die experimentellen Studien wiedergeben. Ich glaube, das Problem ist, dass die Studien, die es gibt, ja sehr speziell auf einen bestimmten Kontext bezogen sind und sich auf bestimmte Testbatterien beziehen, auf bestimmte Fingerbewegungen oder was auch immer. Und was Sie ansprechen, stimmt ja schon. Was wir bisher haben, sind nur so subjektive Berichte, aber ja keine Alternativsituation. Wir fragen ja nur, ja, was denkt er denn, wäre er besser gewesen? Im Grunde haben Sie schon recht, das wäre schon wirklich wichtig, sowas zu machen. Aber das ist ja ein großes ethisches Problem, ist Ihnen das klar? Also Sie würden eine Gruppe von, und das ist auch ganz, ganz schwierig, also das ist im Moment auch ein großer Graubereich, weil Sie ja praktisch Gesunde auffordern würden, regelmäßig weil sie Gesunde auffordern würden, Substanzen einzunehmen, deren Einnahme bei Gesunden verboten ist. Und dann müsste man auch, also wenn man wissenschaftlich denke, Langzeituntersuchungen machen, das ist ja nicht für 3 Tage, sondern man müsste es ein halbes Jahr die einen auf Amphetamine setzen und die anderen nicht. Das kriegt ja keine Ethikkommission. Ja. Wenn die dann abhängig sind hinterher. Und ich morgen in der Zeitung und übermorgen arbeitslos, wenn ich so eine Studie mache. Also das ist ja gar nicht durchzuführen, also praktisch nicht. Aber ich muss dazu sagen, es gibt eine Studie von der psychiatrischen Klinik in der Uni Mainz, die haben bei Schachspielern getestet, ob bestimmte Substanzen wirken. Und die ist aber noch nicht abgeschlossen und noch nicht publiziert, aber die haben das versucht. Aber es war eine einmalige Einnahme dann. Aber Sie haben völlig recht, man müsste mal so eine Lebensweltuntersuchung machen. Aber wie gesagt, ich fände die wäre ethisch sehr problematisch. Aber wenn wir ganz kurz bei dem Stichwort nochmal bleiben, Sie sagen, es ist ethisch problematisch, dann gibt es ja offensichtlich Wirkungen, die man nicht genau abschätzen kann. Oder ist es nur das rechtliche Argument zu sagen, ja, wir geben das gesunden Leuten, denen wir es eigentlich nicht geben dürften? Weil die Diskussion um Neuroenhancement, zumindest in den Medien, geht ja auch ganz stark in Richtung, wir werden bald Medikamente haben, die praktisch nebenwirkungsfrei uns bessere Leistung versprechen in irgendeinem Feld. Ist denn sowas überhaupt realistisch oder denkbar? Also das sind ja genau diese Fiktionen, die da entworfen werden, oder Greta hat das Fantasien des Machbaren genannt, die da ja regelmäßig entworfen werden. Das also man wäre ja sehr dankbar, wenn es gute Alzheimer-Medikamente gäbe, das scheint mir vordringlicher zu sein.
Nein, das sehe ich nicht. Also mich treibt persönlich die Gerechtigkeitsdebatte nicht so um wie vielleicht die anderen Disziplinen hier. Es gibt natürlich massive medizinische Risiken bei diesen Substanzen, und zwar nicht nur für das ZNS, also auch für Herz-Kreislauf-Funktion und anderes mehr. Also das sind ja keine Smart-Drugs, wie das also heute oft formuliert wird. Davon ist nicht auszugehen. Schwerer abzuschätzen, aber wahrscheinlich auch risikoreich. Das sind, wenn man Süchtige kennt und die manipulieren sich auf die eine oder andere Weise psychisch auf lange Sicht, es gibt Persönlichkeitsveränderungen. Der Mensch ist nicht mehr derselbe. Das lässt sich schwerer messen als andere Phänomene, aber diese Menschen ändern sich ja. Wenn du über Jahre dich manipulierst mit Drogen, man sieht anders aus, man empfindet anders, man hat andere Vorstellungen, Gewohnheiten ändern sich, das, was die Persönlichkeit im Kern ausmacht, ändert sich, und das treibt mich, ich habe mich mit Sucht mein ganzes Leben beschäftigt, eigentlich besonders stark um. Das ist ja nicht so, man nimmt da mal was und lässt das wieder weg und das war's dann. Das ist so die Vorstellung, aber so ist es nicht im Leben. Wenn man dann drauf kleben bleibt oder das langfristig nimmt, der Mensch ändert sich und meistens nicht zum Guten. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt kurz zu sprechen kommen, den wir noch nicht angesprochen haben. Und zwar, wir haben über den zeitdiagnostischen Aspekt der Leistungsgesellschaft des Leistungsdrucks gesprochen. Was aber die Substanzen machen, zumindest meinen Interviewpartnern zufolge und auch einiger Studien zufolge, ist, den Antrieb und Motivation steigern. Und ich glaube, dann müssen wir darüber nachdenken, was es für eine gesellschaftliche Rolle in der Gegenwart spielt. Wir erleben ja zum Beispiel einen fundamentalen Formwandel der Arbeitswelt. Wir haben immer mehr Arbeitszeitsouveränität. Die Arbeitnehmer arbeiten immer stärker selbstständig in Projekten, kriegen nicht mehr kontrolliert gesagt, um 9 musst du da sein, um 17 Uhr ist Feierabend, sondern sie werden anhand ihrer Ergebnisse beurteilt. Das verändert natürlich fundamental die Anforderungen an die eigene Selbststeuerung. Und das heißt, die Medikamente, ich habe Interviewpartner gehabt, die mit Hilfe der Substanzen ihren Arbeitstag strukturieren, die vollständig frei arbeiten, die keine Arbeitszeiten haben, die selbstständig sind und die sozusagen die Pille nehmen, wenn sie anfangen zu arbeiten, die wirkt 4 Stunden. Die zweite Pille nehmen sie nach der Mittagspause, die wirkt wieder 4 Stunden. Und sie haben im Grunde genommen eine Praxis des Medikamentenkonsums, die so fordistische Arbeitsstrukturen in maximal postfordistischen Arbeitswelten wieder einzieht. Das kann man finden, wie man will, aber ich glaube, das Begehren für diese Art von Substanzen hängt mit einem gesellschaftlichen Wandel zusammen, der davon geprägt ist, dass im Grunde genommen man immer selber entscheiden muss, wann Feierabend ist und wann man anfängt zu arbeiten. Und was auch viele Konsumenten dieser Substanzen mir berichten, ist, dass sie große Probleme haben, anzufangen zu arbeiten, dass sie stundenlang im Internet rumsurfen, prokrastinieren, dass es ihnen nicht gelingt, mit der Hausarbeit zu beginnen, und dass Ritalin und Adderall genau diese Ablenkungen ausschalten. Es ist immer wieder der Begriff der Scheuklappen gefallen, ja? Blinders wurde das in den USA genannt. Also es ist sozusagen etwas, was den Konsumenten hilft, äußere Einwirkungen auszublenden, nicht mehr wahrzunehmen, sich zu fokussieren. Und das hat natürlich auch was mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass dafür das Begehren sozusagen steigt. Und es gibt sogar klinische Studien, die behaupten, dass Ritalin habe gar keine Wirkung bei Gesunden. Aber ich denke, dass das mit der Art des experimentellen Designs zu tun hat. Denn wenn man sozusagen in der Box sitzt und eine Aufgabe zu erledigen hat, während man von 3 Psychologen beobachtet wird, hat man in der Regel keine Motivationsprobleme. Die Dosis macht das Gift. Wir fahren bei einer Frage. Ja, ich habe noch mal eine allgemeine Frage, also zu dem Begriff auch von Neuroenhancement. Sie sprechen immer von Medikamenten, jetzt der Begriff der Neuroplastizität, also dass sich eben das Gehirn auch durch bestimmte Übungen, die man macht, verändern lässt und da vielleicht auch enhancen lässt. Darum geht es gar nicht, oder? Das wäre aus meiner Sicht nicht zu beanstanden. Also das Gehirn, man weiß ja seit einigen Jahren, dass die Nervenzellen sich auch beim Erwachsenen noch bilden können. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das zu üben und zu trainieren, ist nicht problematisch. Dieser Begriff Neuroenhancement betrifft im Moment noch ganz wesentlich die Medikamente, mit denen man sich manipulieren will. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also es gab so eine Enquete-Kommission, die hat im Bundestag mal berichtet, was so alles möglich ist. Also schnittschnelle Mensch-Maschine, externe Datenspeicher, die man irgendwie nur einen Chip im Gehirn, mit dem man also nochmal sich ein paar Bits zusätzlich runterladen kann. Es ist nicht völlig absurd, sowas zu machen.
Implantation von Nervenzellen bei degenerativen Erkrankungen ist heute nicht mehr völlig absurd, das wird gemacht. Hirnstimulation mit Hilfe von Elektroden ist bei bestimmten, bei Parkinson ist das eine Methode der Wahl, also jedenfalls bei bestimmten Fällen. Also es, ja, es gibt auch andere Methoden, wo man sich vorstellen kann, ich kann mein Gehirn optimieren im Sinne der Fragestellung. Das ist ein bisschen Science Fiction, aber auch nicht völlig absurd. Also das sind Methoden, die bei bestimmten Erkrankungen schon angewendet werden können. Insofern stimmt die Frage, redet vielleicht in 10 Jahren nicht nur von Medikamenten, sondern ich habe vielleicht, gibt es auch schwere psychische Erkrankungen, die mit Hirnschrittmacher besser funktionieren, weiß heute kein Mensch, aber das, die Forschung geht so ein bisschen in die Richtung, also auch andere Dinge einzuführen, aber im Moment konzentriert sich das ganz stark auf die Medikamente. Das wäre, wenn man das nochmal weiterdenkt, eine ganz spannende Frage, auch in einem ethischen Kontext, also beispielsweise Reinhard Merkel, einer der Autoren dieses angesprochenen Memorandums, stellt sich regelmäßig vor ein Publikum und sagt, wenn es irgendwann einen Chip gibt, den er sich ins Gehirn pflanzen kann und dann 10 Sprachen kann, dann ist er der Erste, der das machen lässt. Mal von dem Science-Fiction-Aspekt abgezogen, stellt sich ja dann schon die Frage, ist das eine nochmal neue Qualität des Enhancements, eine andere Qualität, oder reden wir eigentlich über das gleiche Phänomen, wo andere Mittel zu diesem Ziel zu kommen? Was würden Sie aus einer ethischen Sicht sagen? Also ich finde es sehr wichtig, Grenzen zu machen, auch wenn sie fließend sind, zwischen Selbstgestaltung, Selbstausbeutung und Selbstmanipulation. Und man kann, glaube ich, jetzt bei der ganzen Enhancement-Debatte nicht allgemein sagen, das gehört jetzt hierhin und dahin. Ja? Nehmen Sie mal diesen Bereich der Prothetik in der Medizin. Ja? Ist das jetzt Enhancement, ja? Meine Brille? Ist die Google-Brille, ist das schon Enhancement? Da sind wir ja schon fast in Richtung Chip. Ja. Ja. Ich glaube, dass wir diese ganzen... Ich habe ja ein Buch über Enhancement geschrieben. Ja. Und es ist nicht möglich, man kann so allgemeine Kriterien nennen. Ja. Aber man kann das ganze Feld nicht über allgemeine Kriterien zack, zack lösen. Sondern man muss sich ganz genau die Einzelfälle anschauen. Was wird da eigentlich gemacht? Wie wirkt das? Ja. Und das, was Sie eben beschrieben haben fürs Gehirnjogging, ja, für den Sport gilt das ja auch. Und auch im normalen Trainingsumfang gibt es ja auch durchaus schädliche Dinge, die da passieren. Da ist ja auch nicht alles gut, was im Spitzensport passiert. Auch das muss man so bei den konventionellen Methoden ins Kalkül mit einziehen. Also man muss immer sehr genau darauf achten, was passiert da, in welchem Fall, wie weit will man da gehen und wo fängt aber die Manipulation an, die wir uns nicht gönnen wollen, weil es eigentlich eine Selbstmanipulation ist bis hin zu einer Persönlichkeitsveränderung, die wir eigentlich nicht wollen sollen. Mal überlegen. Wir sind ja Philosophin, das dürfen Sie. Also. Das ist das Privileg, nicht nur das Privileg der Philosophen, überlegen zu dürfen. Ich denke auch. Also, man muss vieles berücksichtigen. Ich denke auch, dass eine Schwarz-Weiß-Malerei fehl am Platz ist. Aber man muss ja sehen, zum einen. Wir haben uns jetzt immer nur über die, oder fast immer meistens über diese Steigerung, Verbesserungsgesichtspunkte unterhalten, was da auch jedes Mal Risiken, Probleme, Schwierigkeiten mit verbunden sind. Kosten, was auch immer, Abhängigkeiten von technologischen Verfahren, von Ärzten oder dass da eine medizinische Unterstützung sein müsse oder eine Unterstützung von Fachleuten, die dafür nötig wären. All diese Dinge muss man ja in der Gesamtkalkulation oder im Gesamtkonzept auch berücksichtigen. Oder wie ist der Umgang mit ähnlichen Verfahren im jeweiligen Land, in der jeweiligen Gesellschaft? Das ist ja was nicht im luftleeren Raum steht, sondern was immer jedes Einzelne, sei es, dass ich jetzt Gedächtnistraining mache oder Memory spiele oder so eine nicht-invasive Hirnstimulation vornehmen lassen möchte. Oder alles ist ja im jeweiligen Kontext eingebunden mit möglichen Nebenwirkungen, möglichen Effekten, Zugangsproblemen, das ist ja auch nochmal ein Problem. Ich glaube, all dieses müsste
zusammengefasst werden. Das Problem ist ja, dass man einem Einzelnen vieles nicht unbedingt verbieten kann, sondern ein Einzelner kann ja im Grunde in vielen Bereichen selbst entscheiden, was er machen möchte, solange bestimmte Dinge legal sind, verfügbar sind, kann er auch sagen, ja, die Risiken stören mich nicht, oder wenn ich in Gefahr habe, abhängig zu werden oder was auch immer, ja, das nehme ich in Kauf, das Ziel, das ich verfolgen will, ist so wichtig. Also das ist ganz schwierig, da letztlich klare Abtrennungen vorzunehmen, würde ich sagen. Das ist ja auch mit ein Punkt, warum die Debatte so am Laufen ist, weil die eine Seite ja darauf beharrt, ja, wer kann uns denn das verbieten? Also diese liberalen Bioethiker, das ist doch eine Sache, da sollte jeder Anspruch haben. Und weil von der anderen Seite natürlich all diese Regulationswege kommen, all diese Risiken und so. Das ist ja genau mit einer der Punkte, denke ich. Wir denken natürlich in der Philosophie natürlich auch gerne immer so in virtuellen Welten. Was ist, wenn diese gesundheitsschädigende Wirkung nicht mehr vorhanden ist? Ja, was ja Quatsch ist eigentlich. Ja, ich bin ja in der Ethikkommission der Bundesärztekammer und da haben wir eine Stellungnahme zu Doping rausgegeben. Und die Experten, die wir da alle geladen haben, sagten alle, jede Form von Doping ist gesundheitsschädlich. Und das ist das schlagende Argument. Also die sind natürlich auch sehr unterschiedlich, ja, die Mittel, die eingenommen werden. Aber trotzdem muss man sich immer darüber Gedanken machen, was ist, wenn diese ganzen Risiken, also die Gesundheitsrisiken, mal ausgeblendet werden. Ja. Haben wir da noch gute Argumente dagegen, ja oder nein? Und, da spielt, glaube ich, trotzdem dieses Moment der Selbstgestaltung noch eine ganz zentrale, wichtige Rolle. Es gibt noch eine Frage im Punkt, aber ich glaube, es muss einer der Referenten sich schon auf den Weg machen. Und genau, Herr Solker muss den Flieger bekommen. Ich habe noch ein Schlusswort. Erstmal, guter Tipp, die ungefährlichste Rauschdroge ist Koffein. Nicht die Tabletten, aber mit Kaffee, da müssen Sie sehr viel konsumieren, also bevor das problematisch wird. Und das andere ist, seien Sie selbstbewusst, ich glaube, ein großer, das sage ich mal den Studenten ein bisschen altersweise, versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ich bin neulich mal im Zug gefahren, ich habe ein Buch gelesen, da hat mich einer angesprochen, Sie lesen ja ein Buch. Alle um mich herum haben, also was stimmte? Der gesamte, es war so ein Großraum, der gesamte Abteiler saß am PC und hat irgendwas gearbeitet. Ich habe hunderte Artikel in meinem Leben geschrieben, noch nie im Zug, weil das bringt überhaupt nichts. Im Flieger noch viel weniger, ist genau dieselbe Erfahrung. Das ist so ein bisschen das, was ich mit der Arbeitswelt vorhin geschrieben habe. Versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeiten, das ist zu fokussieren. Kinder- und Jugendpsychiater, die zu dem Thema sprechen, die ziehen das Smartphone raus und erzählen und demonstrieren sehr deutlich, das kann man ja sehen, wie Kinder verlernen, sich zu konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, weil die ununterbrochen, also ich war neulich in einem Lift mit vier Japanern, die haben alle vier gleichzeitig im Smartphone getippt, obwohl sie in Paris waren, man hätte auch was anderes sehen können. Also die Aufmerksamkeit, die diffundiert ja immer mehr, und die ist nicht nur die Arbeitswelt, ist auch die Freizeitwelt, man verliert sich im Internet, bevor man überhaupt irgendwas Vernünftiges macht, googelt man 3 Stunden rum, obwohl man sich das also auch lassen könnte. Wenn man das vermeiden könnte, glaube ich, würde man sehr viel weniger Neuroenhancer brauchen, als heute so manchmal konsumiert werden. Denn da geht sehr viel Zeit verloren und auch das Gehirn leidet extrem stark. Also diese Botschaft gebe ich Ihnen altersweise mit und jetzt gehe ich zum Flieger. Also, alles Gute. Wir machen einfach noch 15 Minuten weiter und die Meinung des Psychiaters ist ganz interessant gewesen, wäre dazu. Ich fange erstmal ein bisschen weiter an. Ich habe noch irgendwie zu zwei Sachen zumindest mal die Meinung des Podiums gehört. Und zwar, ich habe letztens einen Vortrag von einem Londoner Bioethiker gehört, der versuchte, so 3 Etappen dieser Neuro-Enhancement-Diskussion zu unterscheiden. Die erste Etappe nach ihm sei so eine Etappe gewesen, wo man sich fragte, wie verbreitet ist das eigentlich und wie können wir dort da regulatorisch eingreifen? Wie sollten wir das Ganze in Bahn lenken? Die zweite Etappe war so eine Art von präemptiver ethischer Diskurs, der so quasi meinte, in stagnierter Zukunft werden uns Substanzen ins Haus stehen, die uns vor ein bisschen nicht bekannte Herausforderungen stellen. Das sind diese Sachen, die Sie jetzt als Zukunftsbezüge so stark schon ansprachen, die nebenwirkungsfreien Neuroenhancer, die mit
mit den Fortschritten der Hirnforschung und mit neuer Technologie zu erwarten sind, so laut dieser Debatte. Da hätte ich zu die Frage, nun halten Sie das für nötig, so eine Art präemptiven ethischen Diskurs überhaupt zu machen? Vielleicht im Verweis dazu, man hat ja präemptive ethische Diskurse zum Beispiel umweltethisch gemacht. Also dort hat man mit dem Argument, uns steht ein Klimawandel bevor, der uns, wenn wir jetzt nichts tun, in Zukunft vor dramatische Probleme stellen wird, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind, die dann nicht mehr zu bewältigen sind. Sprich, müssen wir, bevor es diese Medikamente gibt, bevor sie realistisch greifbar sind, schon ethisch rangehen und uns überlegen, angenommen, sowas wird entwickelt, wie gehen wir damit um? Also halten Sie das präemptiv für nötig, da ethisch ranzugehen? Und die dritte Frage, die ich jetzt gerne an Hans Wehr als Psychiater gestellt hätte, wäre, welche Rolle spielen in dieser ganzen Entwicklung die Psychiatrie, die Medizin? Und zwar, wenn man sich die Zahlen anguckt oder die Studien anguckt, dann stellt man fest, dass doch ein erheblicher Teil dieser Medikamente von Ärztinnen verschrieben werden. Sprich, die müssen auf Rezept von Ärztinnen oft rausgegeben werden. Und kann man sich vor dem Hintergrund nicht die Frage stellen, in welchem Maße spielt die Entwicklung der Psychiatrie und die zunehmend eine Art von, spitze es mal provokativ zu, und zunehmend zu einer Verteilerorganisation von Psychopharmaka wird. Und inwiefern spielt die eine Rolle, dass das Ganze einen Vorschub leistet oder diese Entwicklung noch fördert und unterstützt oder gar selbst hervorbringt. Also und auf dem Grund der Biologisierung der Medizin und so eine Art von Nachfrage allererst gedeiht. Also ich würde tatsächlich die Weise, wie in der Bioethik mitunter Erwartungen befeuert werden, sehr kritisch sehen. Aus einer Perspektive der Science and Technology Studies, da gibt es zum Beispiel auch die Sociology of Expectations, die sich anschaut, wie durch solche Erwartungen eigentlich zum Beispiel Märkte geschaffen werden. Ja? Also wenn man sich anschaut, wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters, wir müssen jetzt darüber nachdenken, was das ethisch bedeutet. Bald erwartet es eine Smart Drug ohne jede Nebenwirkung. Das ist einfach überhaupt nicht ernst zu nehmen, zumindest einiger ernstzunehmender Pharmakologen zufolge. Boris Kwetnow zum Beispiel, ein Schweizer Pharmakologe, sagt, es ein Medikament, was oral eingenommen wird, ist nie nebenwirkungsfrei, denn es wirkt ja, es überschwemmt ja den gesamten Mechanismus mit einem Wirkstoff, kann also nie nur da wirken, wo es soll im Gehirn. Es wird immer Nebenwirkungen geben. Zum anderen sei die Möglichkeit, Gehirnfunktionen zu verbessern, eine inverse U-Funktion. Das heißt, ein gut ausgeschlafenes Gehirn ist eigentlich gar nicht optimierbar, denn die maximale Konzentrationsfähigkeit ist nur bei der maximalen Konzentration der bestimmten Neurotransmitter, Noradrenalin, Dopamin etc. vorhanden, und wenn man dann Stimulantien nimmt, verschlechtert sich die Konzentrationsfähigkeit. Also ich glaube, die ganze Debatte, die wirklich von der Bioethik als Institution teilweise so alarmistisch geführt wurde, finde ich sehr kritisch zu betrachten in Bezug auf so ein, das, was sozusagen an Märkten dadurch erst geschaffen wird, von dem man behauptet, dass man verhindern will, dass sie entstehen. Frau Hild und Herr Lanzer, ich meine, das ist ja Ihre Profession, die da jetzt gewissermaßen angesprochen wird und die jetzt auch relativ scharf kritisiert wurde. Was würden Sie sagen? Also so wie Sie es beschrieben haben, würde ich auch sagen, das ist ein ganz strategisches Vorgehen, zu sagen, wir haben jetzt was, das wird künftig besser, wichtiger werden, deshalb sind wir jetzt ganz wichtig und müssen das jetzt diskutieren. Insofern würde ich da ähnlich reagieren wie Frau Wagner, weil Sie gesagt haben, in London, da sitzen ja auch entsprechende Ethiker, die das entsprechend antreiben in die Richtung, oder auch in Oxford, ich weiß nicht, von wo er kam. Auf der anderen Seite, ich habe spontan gedacht, als Sie gesagt haben, drei Stufen, da habe ich spontan gedacht, ja klar, die erste liberale Stufe, das waren diese ersten Paper in Nature,
wann war die Publikation und den Gehirn und Geist, das deutsche Äquivalent, dann hätte ich als zweite Stufe gesetzt, jetzt die langsam, also die ja völlig, Moment, Sie haben angefangen, die erste Stufe sei die Prävalenzuntersuchung, da hätte ich gesagt, die erste Stufe war die ohne jegliche empirische Daten geführte Diskussion darüber, dass man eine liberale Diskussion darüber führen muss und dass es ein Zukunftsmarkt ist. Also das waren diese, diese Professors Little Helper von Sarkian und von Gehirn und Geist und diese Umfrage, die ein paar Mal berichtet wurde. Als zweite Stufe hätte ich jetzt spontan definiert, eine Stufe, in der bewusst wurde, dass eine empirische Debatte nötig ist, nämlich dass empirische Daten nötig sind, zum einen über die tatsächliche Prävalenz, über die tatsächlichen Effekte, sowas, was Sie gesagt haben, also so eine Studie, oder nicht so, Sie haben eine Studie eingefallen, aber so grundsätzlich, also als zweite Stufe würde ich sagen, eine gewisse Ernüchterungsstufe, die deutlich wurde, im Rahmen derer deutlich wurde, dass empirische Daten nötig sind und dass auch eine Reflexion nötig ist. Ja gut, und was jetzt die dritte Stufe wäre, da würde ich jetzt mal sagen, da müssen wir jetzt mal die zweite Stufe abwarten. Das wäre jetzt die Reaktion auf Ihren Punkt. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich bin im europäischen Projekt als Projektpartnerin dabei, wo von der Europäischen Union durchaus das Ziel gesetzt wird, dieses Thema Enhancement europaweit zu thematisieren, um eine kritische Diskussion innerhalb der Bevölkerung zu erreichen und um dann auch zu erfahren, wie mögliche Reaktionen in der Gesellschaft wären, wo mögliche ethische, juristische Problemstellungen sind. Das ist eine Fragestellung, die von der Europäischen Kommission unter dem Stichwort Responsible Research and Innovation ganz stark gefördert wird in den letzten Jahren europaweit und auch im Rahmen einiger Projekte. Aber der Anspruch wäre dann doch, also sowohl von unserem Projekt als auch von der Europäischen Kommission, dass man das nicht macht im Sinne von, also dass man das kritisch macht und fragt und alle Richtungen aufzeigt und nicht in die eine Richtung des Zukunftsoptimismus geht. Wobei da natürlich schon eine gewisse Gefahr damit verbunden ist, das nehmen wir auch wahr in dem Projekt, das jetzt seit einem Jahr ungefähr läuft, dass man da sehr aufpassen muss. Also insofern, ja, da ist schon was dran. Obwohl ich jetzt, weil jetzt ja so die Bioethik als Disziplin kritisiert wurde, ich fühle mich schon als Bioethikerin, aber das ist ein großes Problem im Moment, ja, in der Gesamtdebatte, das kann man nicht leugnen, denke ich. Vor allem, ich wollte sozusagen auch gar nicht die Disziplin übereinkanzeln, aber es gibt da ja Zentren, die wirklich, keine Ahnung, Oxford ist schon gefallen, Julian Savulescu, die sozusagen so phantasmatische Vorstellungen haben davon, was wir mit dem Gehirn anstellen könnten, dass ich finde, dass man unterscheiden muss zwischen den Gedankenexperimenten, die Philosophie natürlich machen muss und die sie auch machen soll. Was aber immer wieder in verschiedenen Aufsätzen gemacht wird, ist, dass ein Phänomen, was empirisch in der Welt ist, nämlich der nichtmedizinische Konsum von Stimulantien, vermischt wird mit Phänomenen, die möglicherweise irgendwann in der Welt sind und mit Neurointerventionen ganz anderer Art, nämlich irreversible Neurointerventionen, Magnetstimulation, Einpflanzung von Chips und so weiter. Und da wäre ich ganz bei Ihnen, dass man sich ganz unterschiedliche Formen von medizinischen Interventionen oder nicht-medizinischen Interventionen angucken muss, die auch ganz unterschiedliche Fragen aufwerfen. Und der Stimulantienkonsum von Studenten ist eben was vollständig anderes. Es ist häufig auch eine einfach adoleszente Drogenpraxis, die sozusagen, wenn man sie in bioethischen Begriffen beschreibt, plötzlich so eine schauerliche Zukunftsvision wird. Und wenn man das gesagt und auch die Frage nochmal zusammennimmt, dann ist jetzt ganz interessant, weil gerade du, Greta, bist sehr stark auf die Bioethik gewissermaßen als die Produzentinnen und Produzenten des Neuroenhancement an sich gegangen. Also wenn man zuspitzt, wäre das, die Bioethikerin produzieren letztlich auch den gesellschaftlichen Effekt, indem sie diese Debatte angestoßen haben. Jetzt habe ich ja die Frage eher so verstanden, ob nicht auch Ärzte in ihrer Funktion als die Distributeure, die Verkäufer, nicht tatsächlich, aber diejenigen, die den Zugang zumindest dazu regeln, ganz stark diese Praxis eigentlich auch mit anheizen. Man könnte noch mal weitergehen, es gibt die Diskussion um Medikalisierung, Biomedikalisierung, wo ja auch Pharmafirmen beispielsweise ganz stark immer wieder kritisiert werden, in die Pflicht genommen werden. Und es stellt sich also die Frage, welche Akteure sind hier überhaupt relevant, weil wir davor ja auch sehr stark über die Nutzung gesprochen haben und wie man damit eigentlich noch mal umgeht. Also, das ist ja
Also die Enhancement-Debatte hat ja begonnen in der Diskussion über den Einsatz der Gentherapie. Ja. Und da war das eben auch Zukunftsmusik. Und eigentlich ist Gentherapie immer noch Zukunftsmusik. Es gibt keine, also es gibt so ein paar klinische Studien, wo man bestimmte Erfolge ersieht. Aber von der etablierten Methode ist man weit, 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 weit entfernt. Ja? Also da geht es im Grunde noch um Fiction und nicht um Science Fiction und nicht einfach nur um Science. Das kommt durchaus auch aus der Forschung heraus. Ein zweiter Aspekt, der Stil der großen Wissenschaftsblätter, Science, Nature, JAMA und New England Journal und so weiter, der hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich gewandelt. Ja? Die Artikel lesen sich deutlich journalistischer als vor 20 Jahren, gerade hinten der Diskussionsteil. Und warum ist das der Fall? Weil die Forscher, die das schreiben, natürlich auch in einem Wettbewerb stehen. Und dieser Wettbewerb ist nicht nur ein Wettbewerb unter Forschern, sondern auch ein politischer. Ja, wo kommt das Geld her und wen will man davon überzeugen, was denn jetzt irgendwie in der Forschung entwickelt werden soll? Also dieses lebensweltliche Element der Forschung ist auch ein ganz entscheidender Sprachmodus, wie solche Debatten entstehen. Und jetzt ist man natürlich als Philosoph auch in einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite müssen wir natürlich so Fragen stellen wie, was ist, wenn wir diese Gesundheitsrisiken mal ausblenden können? Haben wir dann immer noch Argumente? Ich glaube, das ist eine gerechtfertigte Fragestellung. Aber wir müssen auch, und da sind wir manchmal auch was überfordert, schauen, was ist jetzt wirklich Science und was ist Science Fiction? Ja? Aber ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt ist, die angewandte Ethik ist ja aus einer Krise heraus entstanden, nämlich dass wir mit den Herausforderungen von Technik und Naturwissenschaft nicht mehr so richtig klar kamen. Und Ethik hatte sich um 1900 eher mit Metathemen befasst und Anwendungen waren eher verpönt. Ja? Bevor die Ethik mal dahin wieder gefunden hat, das war ein langer Weg. Und wir haben in der Diskussion um Nuklearenergie und auch die Anfangsdebatte im Umweltbereich gemerkt, eigentlich hinkt Ethik immer ein Stück weit hinterher. Und das will man natürlich verhindern und dann nimmt man natürlich alle möglichen Szenarien auf. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Zum Beispiel die Debatte über embryonale Stammzellen, die war parallel geführt, die war auf einem hohen Niveau geführt, in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie die verschiedenen Akteure damit umgehen. Und dann hatten Sie ja noch die Frage gestellt, Rolle der Ärzte, die schnell was verschreiben. Wir leben in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft. Ja? Und die Akteure schauen natürlich primär auf das, was sie irgendwie überblicken und was sie machen können. Aus der grünen Gentechnik-Debatte, da kenne ich dauernd dieses Argument, ja? Da sagt derjenige, der jetzt von Monsanto oder so kommt, ja, ich weiß, das ist ein Problem der Verteilungsgerechtigkeit bei den Lebensmitteln, aber das kann ich nun mal in den Entwicklungsländern nicht ändern, aber dafür stelle ich ja meine Technologie zur Verfügung und das kann ich aber. Und so ist das bei vielen Akteuren, die nicht schauen, ich meine das jetzt gar nicht vorwerfend, sondern einfach nur mal beobachten, eben auch vielleicht nicht schauen können, vielleicht nicht mal schauen dürfen, ja, man hat ja auch einen begrenzten Handlungshorizont, wo denn die eigentlichen Probleme liegen. Und unsere Gesellschaft ist oft nicht gut aufgestellt, die Dinge mal wieder mehr zu bündeln und diese Arbeitsteiligkeit mal wieder in eine größere, sagen wir, Gruppendynamik oder so zurückzuführen. Und das ist schon ein ernsthaftes Problem. Und da manchmal liegen so einfache, scheinbar einfache Lösungen auf der Hand. Danach greift man dann, aber man schaut nicht nach der Komplexität. Entschuldigung. Die Zeit ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten und wir müssen auch zu einem Ende kommen und kühler wird es hier drin vermutlich auch nicht mehr. Nachdem Herr Seuker nochmal ein Schlusswort gesprochen hatte,
will ich zumindest den Referentinnen und Referenten hier auf dem Podium die Möglichkeit geben, etwas loszuwerden, was sie noch ganz dringend zu dem Thema adressieren wollen. Ich weiß nicht, Frau Hild, wollen Sie starten oder auch nicht? Also ich habe ja viel gesagt eigentlich. Ja. Als Schlusswort, der Punkt mit der Konzentration war natürlich richtig. Das geht uns allen so, dass wir da zu wenig drauf achten und uns zu stark ablenken lassen. Ich würde wahrscheinlich generell sagen, bitte probieren Sie das Ganze erst gar nicht aus, zumindest keine verschreibungspflichtigen und illegalen, also keine verschreibungspflichtigen Stimulanzien und illegalen Drogen. Das würde ich auf jeden Fall für zu riskant halten, sowohl in Bezug auf die Nebenwirkungen als auch in Bezug auf ein mögliches Abhängigkeitspotenzial, gerade bei Gesunden. Den Tipp mit dem Kaffee würde ich auch zustimmen oder grünen Tee empfehlen, gut zu schlafen und ausgeglichene Ernährung und solche Dinge. Aber da lächeln Sie jetzt natürlich zurecht. Noch Bedarf? Oder? Ich hab keinen Rat an Sie, aber ich glaube, man kann noch mal vielleicht zum Schluss noch mal sagen, dass ein Argument, was sehr oft in den bioethischen Veröffentlichungen gebracht wird, ist, dass der Wunsch, dass wir besser werden, der Wunsch, uns zu verbessern, doch anthropologisch konstant sei. Das sei doch sozusagen urmenschlich. Was ich glaube, ist, dass wir uns schon ein bisschen genauer angucken müssen, welchen Druck auf alle möglichen Techniken der Selbstoptimierung wir in den letzten Jahren erleben, der sich vielleicht auch verschärft, der mit allen möglichen Formen von Flexibilisierung zu tun hat, mit dem Abbau von Sicherheiten, der damit zu tun hat, dass die Leute immer mehr denken, das Einzige, worin sie noch investieren, ist ihre eigene Leistungsfähigkeit. Und insofern würde ich dafür plädieren, diese ganze Debatte um Neuroenhancement radikal zu soziologisieren. Nehmen wir so, oder? dann bleibt mir nur noch mal für die lebhaften Diskussionen den Referentinnen und Referenten zu danken und Ihnen trotz des Wetters für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja.